heute mal wieder Movie von mir. Und zwar befinden wir uns heute mal in der Soikobai. Soi 16. Ja, die Jugend, was hier gerade los war, ich weiß nicht, wo die hergekommen sind und wo sie hinfahren, aber ist eigentlich nicht so schlimm, alles easy, alles schick. Jeder kann machen, was er will. Und wir werden heute mal durch die Soi 16 gehen. Es ist so, dass wenn ich euch nicht nur die schönen Seiten von Pattaya zeige, sondern auch ab und zu mal ein paar Huhu-Seiten. So, wie die Leute wohnen. Und wie das manchmal so aussieht. So, falls euch meine Movies gefallen, sehr gerne Abo da lassen, Like. Und wer genau wissen will, wann meine Filme online kommen oder wenn ich mal live streame, sollte die Glocke noch betätigen. So, wir sind heute hier in der Soi 16. Und zwar, ich zeig mal rum. Da hinten bei dem Hochhaus, ihr seht es, haben wir die Temprasitrot. Und dann geht es hier rein und im Schnitt haben wir hier hinten noch eine Schule. Aber wir wollen ja heute mal durch diese Gasse gehen. So, also, wir gehen mal los. Und zwar haben wir hier schon mal eine Krämerlädchen, eine Kauflädchen. Ein kleines. Es ist so, dass hier ausschließlich Thai wohnen. Dass hier auch eine Firma ist. Aber den Rest gibt's nach der Werbung. So, wir sehen es hier. Hier wird schon mal vorbereitet für eventuellen Verkauf. Es ist so, ich höre hier die ganze Zeit schon Flaschen klimpern. Und hier haben wir zum Beispiel Kindergarten. Es ist so, es gibt nicht so viele Kindergärten in Thailand, weil die Schule eigentlich mit 3 Jahren losgeht. Und man sagt dazu Kindergarten. Kindergarten ist ein Allgemeinwort. Es gibt insgesamt auf der Welt wird Kindergarten, so wie Autobahn. So, also, wir gehen mal rum. Wir haben hier Waschmaschinen. Ihr seht es, 30 Watt, 40 Watt. Man kann einen Coin reinwerfen und dann kann man waschen. Ansonsten haben wir hier so richtige Thai-Wohnungen. Wie gesagt, man muss dazu erwähnen, dass der Thai nicht sehr schön wohnt, sondern günstig wohnt. Hier ist natürlich alles leer. Ansonsten haben wir hier Flaschenhandel, also Altstoffhandel hätten wir gesagt, wo man Flaschen sammeln kann und abgeben kann. Allerdings, ich sag mal so, wenn das Auto hier voll ist, gibt es maximal 1000 Baht dafür. Ihr seht das hier. Es ist so, dass auch viele Leute, die kein Geld haben, die Flaschen sammeln und dann hier abgeben. Ihr seht, wir hatten das auch in der DDR. Und zwar hieß es bei uns Altstoffhandel. So, also, wir haben hier noch ein kleines Lädchen, also das gehört natürlich mit dazu. Hier wird dann wahrscheinlich Abrechnung gemacht. Man kann zwischendurch was trinken. Und hier sehen wir schon die Autos. Es ist so altüblich, grünes Nummernschild ist... mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Also Betriebsfahrzeug. Ansonsten sehen wir hier wieder die Hexenhäuschen. Und hier wohnen halt die Thais. Ihr seht es hier, man kann Bäume absägen und machen und tun. Es interessiert eigentlich hier keinen, was hier abgeht. Hier hat man die Palmen Gold gemacht. Wir werden mal ein bisschen reinlunzen. Ihr seht es hier, nur eine Couch, ein bisschen buntes Zeug. Es sieht eben manchmal ganz schön wüst aus. Mit die Aufkleber. Aber wie gesagt, der Thai will nicht schön wohnen, sondern günstig. Sagen, wir hauen schnell den Werbeblock rein und dann gucken wir mal weiter. Also, Werbung!
So, hier drüben haben wir noch ein Wohnhäusli, allerdings können wir da nicht sehr weit reingucken. Hier haben wir einen Wasserspender. Ja, ihr seht es, wie das immer alles so gebaut wird, alles so hoppla hopp, mal ein Stückchen, mal da ein Stückchen Beton, mal da ein Stückchen Beton. Und wir gucken mal hier drüben, hier werden gerade Bauarbeiten gemacht. Es ist ein kleines Krämerlädchen. Ihr seht ja, wie es hier aussieht. Alles ziemlich düster, es wird auch im Schnitt nicht sauber gemacht oder irgendwas. Opfergaben für Buddha. Meistens eine rote Limonade, Schnaps und Wasser. Ansonsten seht ihr ja hier, es ist so typisch Thai. Ich kenne das gar nicht anders, allerdings wollen wir nicht so weit reinlaufen. Wir wollen ja den Leuten nicht... Ihr seht es, da hinten wird geschlafen und geruht. Und wie gesagt, es ist alles so, ihr seht das hier, was man nicht braucht, wird einfach mal weggelegt. Man könnte es ja noch mal gebrauchen. So, hier sieht es auch ganz schön wüst aus. Hier sitzt wahrscheinlich immer jemand abends. Und dann wird getrunken und eine weggebürscht. So. Ihr seht auch an den Fenstern, dass an für sich auch keine Fenster geputzt werden. Ich kenne das von Bangkok genauso wenig. Wenn man keine Arbeit hat, liegt man den ganzen Tag da und ruht sich aus. Es ist so, dass es immer Essen gibt in Thailand. Falls man mal nichts zu essen hat, braucht man einfach nur in den Tempel gehen, dann kriegt man was, beziehungsweise kann man hier auch... Wenn hier so Opfergaben hingestellt werden, wie hier, kann man die sich nehmen, nicht gleich, wenn sie hingestellt werden, sondern etwas später. So, ein typisches Carport. Sehr neu, alles noch ganz. Aber es geht meistens nur darum, dass die Sonne nicht so auf die Plastikteile scheint, sondern dass es ein bisschen geschützt ist. Ja, ihr seht hier alle Türen offen. Hier haben wir gleich 3-4 Häuser an der Zahl. Und ja, man muss immer hier vorsichtig sein. Ihr seht hier. Ich würde sagen, mit den Bildern gehen wir nochmal in die Werbung. So, ja, hier sind ein paar Wohnhäuser. Es ist natürlich auch so, es wird hier nicht unbedingt auf Klärwasser oder irgendwas. Ihr seht das hier, wenn es kaputt ist, ist es kaputt, dann bleibt es eben so stehen, aber es wächst ja weiter. Im Schnitt ist es so, dass nur mal schnell ein Loch in die Wand gebohrt wird, und dann läuft das die ganze Klärgrube da irgendwo anders hin. Ansonsten sehen wir hier, das sind Wohnhäuser. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Stück an der Zahl. Allerdings wollen wir da nicht reingehen. Es sieht schon ganz schön wüst aus. Ihr seht es hier mit der Hängematte. Die Sachen draußen, die bleiben so lange hängen, bis man sie anzieht. Und hier wird dann abends losgefahren und wird gearbeitet, beziehungsweise hier was getrocknet. Hier, ihr seht, die Wäsche bleibt hängen. Also man hat auch im Schnitt keinen Kleiderschrank, sondern man lässt sie hängen. Wenn man ein T-Shirt braucht, geht man raus und nimmt sich einfach eins. So. Ihr seht, es sind nicht alle Thais so, die wohnen so. Es gibt auch natürlich ein paar Anständige, wir wollen ja nicht alle über einen Kamm scheren. Ansonsten haben wir hier drüben zwei Kontos, allerdings so typische Thai-Kontos.
Ich sehe, dass die Balkons werden an für sich nicht benutzt. Man wird hier wahrscheinlich zwischen 2.500 und 3.000 Watt zahlen. Und da ist gut. Ansonsten haben wir hier noch ein paar leere Geschäfte. Es ist natürlich so, dass vor Corona, egal wo man ein Geschäft aufgemacht hat, immer Geld verdienen konnte. Allerdings, ihr seht es ja selber, was ist das, ein Tätowierer eigentlich? Ist zwar offen oder zu, ja, ein Tätowierer, aber ist nicht so viel. So, was haben wir hier? Das meine ich hier, das ist kein Problem. Man kann sich die Brause nehmen oder das Wasser zum späteren Zeitpunkt. Da wird auch keiner was sagen. Ansonsten haben wir hier wieder ein kleines Lädchen, ein Krämerlädchen. Parkmöglichkeiten. Und wie gesagt, ein kleines Krämerlädchen. Ist immer geöffnet. Es ist so, dass man hier auch mal nachts klopfen kann und kann fragen, ob sie einem was verkauft. Das ist im Schnitt gar kein Problem. Da werden die Rollos hochgemacht und dann kann man kaufen, was man möchte. So, wir gehen noch mal bis rum. Allerdings machen wir kurz Werbung. So, hier haben wir noch ein Konto, Vorrent. Aber ich gehe mal davon aus, dass hier nur Thais wohnen. Ab und zu verirrt sich mal jemand. Hier haben wir es schon. Am Tag 450 bis 500. Mit Aircondition ab 3. Und fahren wir dann mit Ventilator nur 2,7. Und Aircondition von 3,2 bis 4,5. So, also wir gehen mal weiter. Es sind im Schnitt auch, wie wir das haben, nur so Einmannwohnungen. Und hier war garantiert früher ein schönes Lädchen drin. Aber ihr seht es ja selber. So, ja, es ist so, wie es ist. Was nicht gebraucht wird, ja, da war wohl mal das Rohr verstopft, dann werden hier brutale Schrauben und einfach so, Hilfe, Hilfe. Hier ist die Müllabfuhr und hier wird einfach alles hingeschmissen. So, wir gehen noch mal ein Stückchen weiter. Wir haben ja hier wieder mal eine sehr große Wohnanlage, aber ihr seht ja selber, wie das alles aussieht hier. Aber wie gesagt, ich kann das immer nur wieder sagen, dass dem Thailänder das an für sich völlig egal ist. Er kommt nach Hause, schläft zu Hause und hat eigentlich, er sagt auch theoretisch, er braucht nur ein Zimmer, er kann sich ja eh nicht in 3 Zimmer aufhalten. Und demzufolge wohnt er immer draußen, also ist er immer draußen, kocht draußen, macht draußen, tut draußen. Und dann geht er nur ins Bett und schläft. Und was nicht gebraucht wird, wird erstmal irgendwo hingeschmissen. So, dass hier so viel auf der Gasse los ist, hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, wir hatten es eben schon mal. Was er nicht braucht, wird einfach weggeschmissen, irgendwo hingestellt, die Müllabfuhr. Und hier haben wir an für sich schon ein schöneres Konto. So wie ich weiß, gehört das auch dem Deutschen hier. Aber das wollen wir nicht ganz genau, weiß ich das auch nicht. An sich haben wir hier vorne ja schon wieder die Seupukau, ja genau, die Seukopai meine ich. Und ich würde sagen, wir gucken nochmal schnell hier rein. Ihr seht, einfach mal so zugemacht, hier wird gelegen. Hier gucken die Leute Fernsehen.
Hier ist der Wasserspender, es sind eben mehrere Wohnungen hier. Ihr seht hier, man fährt im Schnitter mit dem Auto bis rein. Er deckt alles zu, wenn es zu viel Sonne ist, da haben wir ja jemanden. Ansonsten ja Wasserbehälter, dass immer Wasser da ist, weil es ist öfters mal hier kein Wasser, kein Strom. Gerade während der Regenzeit, da geht immer mal viel kaputt. Und dass man dann auch immer Wasser hat. Ansonsten tut die Leute meistens so einen Wasserbehälter auf der Toilette, dass immer Wasser da ist. So. Hier sehen wir die Leute drinnen, die essen gerade. Und wir wollen das Mubi nicht weiter ausweiten. Ich würde sagen, bleibt mir gesund. Bleibt mir treu, guckt zahlreich und werdet alle glücklich. Bis die Tage, euer Tattoo-Man. Wie gesagt, wir wollen nicht nur die schönen Seiten zeigen. Wir müssen auch mal die unschönen Seiten zeigen. Also, euer Mann im Patti, bye bye. Zum Abonnieren da! Ja! Und das andere Movie da! Ja. Oder was da? Oder was da? Oder da? Oder da? Ja, irgendwo da ist es! Oder neues da. Movie! Oder da? Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden! Yeah! Und nicht vergessen! Abo! Abo! Abonnieren! Naja, irgendwo! Na 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 na